Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge von Postillon, dem News-Podcast des Postillon. Es ist ein Blick hinter die Kulissen, exklusiv für unsere langjährigen Hörerinnen und Hörer. Wie entsteht eigentlich so eine Folge von Deutschlands meistgehörtem Nachrichtenpodcast? Was muss alles getan und gemacht werden, damit wir Sie Woche für Woche mit den besten, schönsten und blutigsten Neuigkeiten aus aller Welt versorgen können? Das alles zeigen wir Ihnen jetzt und heute. Jede Episode beginnt, Sie kennen das ja, mit dieser wundervollen Melodie. Dafür zuständig ist mein Kollege Dan. Hallo. Hallo Dan. Dan, das ist einer der Herren und... Na, ohne Dan ginge hier gar nichts. Dan, erzähl doch mal kurz, was ist das für eine grenzgeniale Musik, die wir da hören? Ja, gerne. Also, das ist was ich ganz gezielt für Podcastillon hier entworfen habe. Mit diesem Computer hier. Wahnsinn. So, die Musik ist ja nur das eine, was wir für den Beginn der Podcast-Episode benötigen. Als geübte Hörerinnen und Hörer wissen Sie natürlich, was dann kommt. Richtig, wir steigen wie immer mit den Kurzmeldungen ein. Genau, das gehört ja zur Routine der Sendung, das kennt ja jeder inzwischen. Kurze Nachrichten im Tickerstil, so wie sie eben von den Agenturen gemeldet werden. Genau, viele denken, das machen unsere Moderatoren Anne Rothäuser und Thies Neubert ja jedes Mal hier im Studio. Aber nein, so läuft das natürlich nicht. Das kostet ja viel zu viel Zeit und das kostet damit auch viel zu viel Geld. Tatsächlich steckt hinter diesen unscheinbaren News-Tickern geballte Rechnerleistung, nicht wahr, Dan? So ist es. Wir haben hier diese Platzhalter, die Anne und Thies mal eingesprochen haben vor ein paar Jahren. Ich spiele mal so einen ab hier. 12 süße Boxkämpfer jagten quer durch Vinyl. Falsches Üben von Xylophonmusik quält jeden größeren Zwerg. Ja, das sind sogenannte Pangramme, also Sätze, in denen alle Buchstaben des deutschen Alphabets vorkommen. Das bedeutet, ich kann jetzt natürlich daraus am Rechner alles zusammenbasteln, was man eben so will. Also aus diesen Pangrammen, wie sagt man? Pangramme, genau. Pangramme, entstehen jede Woche die News-Ticker. Exakt, das macht der Computer. Ich gebe da eben ein, was Thies und Anne sagen sollen. Und diese Woche sind das zum Beispiel diese Meldungen hier. Zurück auf dem Festland. Partyboot legt auf Ibiza an. Spaghetti Polonaise. Waldorfschüler tanzen Pasta-Rezept. Eine faszinierende... Da kommt noch einer. Wir machen ja meistens drei. Machte den Abflug. Dame am Check-in-Schalter hat gekündigt. So, dann noch die Begrüßungsmoderation und fertig ist das Ganze. Und damit willkommen zu Podcastillon, dem News-Podcast des Postillon. Thies Neubert und Anne Rothäuser. Sag mal, Dan, dürfte ich auch einfach mal sowas eintippen? Ach so, ja klar, genau. Hier einfach in dem Feld, siehst du? Ich war hier. Es klingt wie original. Krasse Technik, wirklich. Ja, faszinierend, ne? So, den Beginn hätten wir also. Dann geht's schon los mit den Nachrichten. Hallo Anne, hallo Thies. Hi. Hallihallo. Hier im Studio warten die beiden schon auf ihren Einsatz. Anne, was steht denn heute an? Mit welcher Meldung fangt ihr an? Ja, also die Woche steht natürlich ganz im Zeichen der Bundestagswahl. Damit werden wir auch die Sendung beginnen. Ich sehe schon, es gibt eine Schalte, oder? Ja, ein kurzes Interview. Das ist immer gut, das mögen die Leute. Und ja, mit wem redet ihr gleich? Also, wer ist das? Das weiß ich gleich, wenn ich die Anmoderation vorlese. Ja, auf jeden Fall geht's in die Schweiz. So, das Lämpchen leuchtet. Das Lämpchen leuchtet, die Schalte läuft. Ich halte den Mund. Die Bundestagswahl wird auch international beachtet und bewertet. Wir sprechen nun mit dem Schweizer Politikexperten Beat Wachtner darüber, wie die Ergebnisse im Land der Eidgenossen beurteilt werden. Hallo, Herr Wachtner. Ja, ciao miteinander. Die Schweiz ist als unser Nachbarland natürlich auch direkt von der Wahl betroffen. Wie wurde das unklare Wählervotum bei Ihnen aufgenommen? Ich meine, da hier im deutschen Wahlenkader ist ja bei uns noch total maxi viel. Für uns ändert sich ja auch gar nicht viel, ob jetzt die Sozialdemokraten oder der Laschet oder der Lindner oder wer da die Regierung macht. Und ich sage jetzt mal, dass die Schweizer Anliegen im deutschen Wahlkampf ja auch gar keine Rolle gespielt haben. Also, da macht wirklich nichts. Verzeihung, das müssen Sie vielleicht kurz für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer etwas klarer ausdrücken. Hey, schauen Sie mal rein, im Deutschen war ja auch mehr als Wurst, da wir bei uns ein paar wichtige Sachen vors Volk gebracht haben. Hier dürfen jetzt auch die Homosexuellen endlich heiraten und das ist schon eine grosse Sache für ganz viele da. Aber dass da der Deutsche ein bisschen Wurst ist, ja, da ist halt so, gell, Herr Wachtner, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, danke Ihnen, gern geschehen, merci.
Aber gellet Sie fürs nächste Mal. Also ich weiß ja nicht, was Ihre Hörerinnen jetzt alles verstanden haben. Aber ich meine, einen Weg. Ich rede Nachbarn immer gern. Ja, danke. Danke für diesen Hinweis. Darauf achten wir bestimmt das nächste Mal. So, Anne und Thies, das Interview ist vorbei. Was ist euer Fazit? Ja, war in Ordnung. Was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Ja, jetzt eine kurze Pause, die Stimme erholen. Die ist unser Kapital, die muss geschont werden. Die Pause habt ihr euch verdient, die sollt ihr haben, sei euch gegönnt. Wir sehen uns nachher wieder. Jetzt schaue ich erstmal einem unserer Redakteure über die Schulter. Hallo Sascha. Hi, hallo. Sascha, ohne dich läuft hier gar nichts. Du schreibst nämlich die Moderationen und die Nachrichten für Anne und Thies. Ja, das ist korrekt. Ja, das meiste habe ich schon gemacht und jetzt sitze ich hier noch an so einer Meldung, die gerade eben erst reinkam. Oh, worum geht's da? Darf ich fragen? Ja, das ist wieder so eine Nachricht, die einen echt wütend macht. Also da hat sich eine Frau darauf verlassen, dass die Corona-Impfung unfruchtbar macht. Und hat sich dann natürlich impfen lassen, denn günstiger geht so eine lebenslange Verhütung ja gar nicht. Und ja, dann wurde sie doch schwanger. Moment, was? Ja, so habe ich auch geguckt. Hier, das hier ist der Mann, der die falsche Info verbreitet hat. Der bekannte Impfgegner Hannes Littger. Littger? Ja, Mensch, den kenne ich. Den finde ich auch ganz gut. Aber ja, was hat er jetzt genau gesagt? Ja, also der hat mal so Posts auf Telegram und Facebook geschrieben. Moment, ich guck mal eben. Ah, hier. Frauen, aufgepasst. Die Impfung verändert eure DNA und macht euch unfruchtbar. Unmissverständlich. Also hätte ich auch so verstanden wie diese Frau da. Aber das stimmt gar nicht, oder was? Ja, also die Frau hat sich dann natürlich gedacht, voll praktisch, lasse ich mich mal impfen und jetzt, zack, schwanger. Das ist wirklich ärgerlich. Und jetzt? Ja, jetzt verklagt die den Hannes Littger auf Schmerzensgeld. 160.000 Euro. Das ist eine Stange Geld, aber ja wahrscheinlich auch das Mindeste. Ja, hat sie Chancen? Auf Erfolg? Weiß ich nicht so recht. Aber erstmal geht's jetzt ja auch darum, andere Frauen zu warnen, dass die sich nicht genauso auf diese Impfung verlassen. Da hoffen wir mal das Beste für sie und ja, natürlich auch für andere Betroffene. Ja, Sascha, sag mal, die Meldung, die ist jetzt geschrieben, die ist fertig. Wie geht's nun weiter? Sag mal. Jetzt geht die zum Chef vom Dienst, der entscheidet, was in die Sendung kommt und was nicht. CVD ist heute Dan, das dürfte also kein Problem sein, der nickt eigentlich immer alles ab. Ja, aber ne, nächste Woche bin ich wieder CVD und dann wird sowas wieder aufmerksam gelesen, Sascha, ne? Ja, aber wann bin ich denn mal wieder dran? Ich war schon ewig nicht mehr. Und hallo? Weiter geht's, Anne und Thies sind wieder im Studio. Anne, Thies, ihr sprecht gleich eine Reportage ein. Aufgeregt? Ja, schon. Da ist immer noch Lampenfieber, trotz der Erfahrung. Ja, ja, ich verstehe. Ich kenne das ja auch. Das ist diese Demut vor dem Publikum, ne? Also bloß keine Fehler machen, alles einwandfrei. Genau. Respekt. Respekt vor den Zuhörerinnen und Zuhörern. Die zahlen die Rundfunkgebühren, da dürfen sie auch etwas erwarten. Ganz meine Meinung. Und du, Thies? Ja, ach du, ich habe hier gleich nur einen Satz, glaube ich. Das schaffe ich schon. Okay, los geht's. Bereit? Da hinter der Glasscheibe, da sitzt die Regie und die Regie nickt. Anne kann jetzt anfangen. Kurze Stimme ölen. Zwischendurch werden übrigens sogenannte O-Töne eingespielt, aber das hören Sie gleich. Ruhe jetzt bitte. Los geht's. Jahrelang zitterten Restaurants vor den Online-Bewertungen ihrer Kunden. Jetzt schlägt eine Frau aus München zurück. Die Restaurantinhaberin Susanne Zenkert hat mit GuestScore ein Online-Portal gegründet, auf dem Gastronomen ihre Gäste künftig nach einem Sternesystem bewerten können. Wir haben die Gastro-Rebellen in ihrem Restaurant besucht. Ja, das war auch einfach mal Zeit, dass wir da zurückschlagen. Also wir lassen uns ja viel zu lange von unsympathischen Gästen schikanieren, die so ganz ungestraft echt die frechsten Bewertungen abgeben. Also sobald da irgendeine Kleinigkeit nicht passt, bäm, fiese Bewertung. Also die sollen auch mal spüren, wie sich das so anfühlt. Das ist nicht cool. Und das fühlt sich nicht immer schön an. Seit dem Start des Portals am Wochenende sind schon über 28.000 Kundinnen und Kunden bewertet worden. Nicht alle sind so drastisch wie diese über einen Restaurantgast aus Lübeck. Ungepflegt, riecht nach Zigarettenrauch, braucht ewig, um Essen aus Speisekarte zu wählen. Mieses Trinkgeld, einer von 5 Sternen. Dank GuestScore können sich Restaurants nun schon von Anfang an auf die Gäste einstellen. Wer 3 bis 5 Sterne hat, wird wenig Unterschied zu vorher bemerken. Anders ist es bei negativ bewerteten Gästen. Also bei Gästen mit 2 Sternen geben wir uns zum Beispiel gar keine Mühe mehr, denn da knallen wir das Essen einfach nur lustlos hin, weil Trinkgeld gibt's eh nicht, also kann man nicht drauf hoffen.
Und Gäste mit einem Stern, die schmeißen wir sofort wieder raus. Das sind diese notorischen Störenfriede, Schnorrer oder Zechpreller. In diesem Moment betritt ein Mann mit einer Zeitung unter dem Arm das Restaurant und setzt sich an einen Einzeltisch. Na, das passt ja gerade. Also jetzt, wo Sie hier sind, mal gucken, was über den Mann in Guestscore steht. Bestellt nur einen Espresso und geht dann eine Stunde kacken. Ein Stern. Ja, okay, tschüss dann. Und danke für Ihren Besuch. Ich muss da jetzt echt jemanden rausschmeißen. Und ich würde Ihnen raten, beim Abkassieren zu sagen, dass es wirklich lecker war und beim Zahlen großzügig aufrunden, ne? Guestscore. Die Gastronomie schlägt zurück. Oh, hallo. Ja, ach Tobi, da bist du ja endlich. Per, magst du den Tobi kurz vorstellen? Ja, klar. Der Volo, ne? Tobias, unser Held. Ja, Tobias, genau, der macht hier gerade sein Volontariat beim Postillon. Sag mal, Tobias, erzähl doch mal, was hast du denn so gelernt bisher? Ja, also die Anleitung vom Kopierer, die kann ich mittlerweile in 3 Sprachen auswendig. Ich bin jetzt gerade bei Thailändisch. Das ist Klasse. Schon etwas komplizierter, aber wenn der Chef meint, ich müsste das jetzt. Ja, und das, Tobias, das musst du noch lernen, aber das müssen wir jetzt hier nicht vor aller Leute Ohren. Da gibt's ja auch andere Leute hören diesen, na, du weißt schon, Gewerkschaft. Ach so, ja, okay. Also was ich auf jeden Fall schon beherrsche, ist die Kaffeemaschine. Die ist ja beim Postillon auch echt eine Wucht. Und ich habe auch direkt eure Sonderbestellung mit Anne und Thies. Oh ja, so ein dampfender Kaffee, das ist jetzt genau das Richtige. Könntest du denn alles entziffern? Meine Schrift, die ist manchmal so ein bisschen akademisch. Ja, mittlerweile kenne ich die ja. So, für dich, Anne, ein Kaffee de Olla, 4 Tassen Wasser, eine halbe Tasse Piloncillo, das ist dieser dunkle Rohrzucker, eine hochwertige Ceylon-Zimtstange und 4 Esslöffel vom guten mexikanischen Kaffee Frida. Bitte sehr. Danke dir. Und für Thies, vietnamesische Eierkaffee mit 4 Bio-Eigelb, 4 Esslöffel Milch, 2 Esslöffel Zucker, 3 Kardamomkapseln und 400 ml vietnamesischer Filterkaffee Trung Nguyen. Tobias, du weißt schon, dass du bei mir die Sucre durch Agavendicksaft ersetzen solltest, ne? Ich meine, du weißt schon, meine Laktoseintoleranz. Und Tobi, nochmal unter uns. Lern doch bitte mal diese Kaffeesorten korrekt auszusprechen, ja? Ja, ich meine, wir hatten darüber gesprochen, Tobi, auf der Mitarbeitertoilette. Ach, Tobias, bei mir fehlt das Kakaopulverherz. Aber ja, du willst doch eine Festanstellung bekommen, oder? Nimm das mal wieder mit und mach neu, ja? Hast du übrigens die Gulaschkanone schon vorgewärmt? Ja, mach ich, ja. Ich mach mal eins. Das ist echt gut, ne? Du sagst es. Ein Herzchen. So, weiter geht's. Für diese aktuelle Sendung, da fehlt ja eigentlich nur noch die Abmoderation. Und da lauschen wir mal ganz schnell. Das ist Routine. Das können Anne und Thies natürlich aus dem FF. Das machen die auswendig. Das machst du diesmal Thies zuerst? Oder soll ich? Nee, leg du ruhig vor. Okay. Das war Podcastillon, der News-Podcast des Postillon. Mit Anne Rothäuser und Thies Neubert. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Ja, wunderbar. Genau, fertig jetzt, oder? Ha, fertig? Nein, nicht ganz. Ja, wir haben noch ein bisschen vor uns. Jetzt sprechen wir die Sendung nochmal in anderen Sprachen ein. Ja, klar, wie konnte ich das vergessen? Podcast Dior beherrscht ja nicht nur den deutschsprachigen Podcast-Markt, sondern auch ganz, ganz viele andere Märkte. Die wollen natürlich bedient werden. So, los geht's. Wir beginnen immer mit der Verabschiedung. Es ist so ein Ritual bei uns geworden. That was Podcastillon, the Postillon News Podcast. C'était Podcastillon, le podcast d'actualité de Postillon. Quello era Podcastillon, il podcast delle notizie di Postillon. Das war's. Podcastillon, the news podcast von The Postillon. Tui! Ja, da klinken wir uns mal langsam aus. Das dauert noch ein Weilchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten Ihnen spannende Einblicke in die Produktion von so einer Nachrichtensendung liefern. Wiederhören! Oh, wiederhören! Wiederhören! Bye-bye! Bye-bye! Macht's gut!